Einen wunderschönen guten Tag. Mit mir heute Tanja einen kleinen Impuls für den Tag, wenn die Gedankenschlaufen mal wieder anfangen oder auch wir uns immer wieder die gleichen Geschichten erzählen. Soll heißen, wir feststellen, dass wir immer wieder die gleichen Gedanken haben, die uns einfach nicht gut fühlen lassen. Ja? Beispiel als Mutter, wenn man sich durch den Tag hetzt, ich schaffe es nicht, ich kann es ja auch nicht schaffen, jetzt muss ich noch einkaufen, jetzt muss ich noch mein Kind abholen, wir müssen noch Gassi gehen, jetzt muss ich noch hier, jetzt muss ich noch da, dann stresst man sich ja schon zu Tode, ohne dass irgendwas passiert ist. Man ist schon in der Zukunft, deshalb stresst man sich. Ja, in der Regel hat man Stress, weil man weder im Jetzt ist, man ist entweder in der Vergangenheit, hängt an der Vergangenheit, oder man ist schon mit der Zukunft beschäftigt, statt da zu sein, wo man gerade ist, im Hier und Jetzt. Deshalb heute ein paar Tools, es gibt mit Sicherheit noch viel mehr. Das sind jetzt vier Tools, die ich heute einfach mal mit euch teilen müsste. Das erste ist quasi ein Tool, womit du, ja, was man auch kennt, was den Geist beruhigen soll. Ja, Gedankenschlaufen heißt aus dem Kopf rauskommen, einfach mal in den Moment kommen. Das erste Tool wäre quasi für den Geist, für den Mind, die Meditation. Meditation bedeutet dabei nicht, dass es in irgendeiner Form irgendwie sein muss. Meditation bedeutet letztendlich, ja, oder die Vorstufe der Meditation ist die Konzentration. Konzentration bedeutet nichts anderes als, ich suche mir einen Fokus, den Atem, ein Mantra, das sind so die gängigen, ja, oder ich habe eine Mala, an der ich quasi mein Mantra sage. Such mir den Fokus, konzentriere mich drauf, stelle fest, dass ich wieder abschweife, weil der Körper mich ärgern will, ja, weil ich irgendwo kratzen soll, weil das Knie weh tut, weil wieder irgendwelche Gedanken in den Kopf kommen, ah ja, was muss ich noch heute machen, ah ja, ich muss das noch einkaufen, alles klar. Du stellst es fest, dass es so ist und kehrst zurück zu deinem Fokus. Das nennt man Konzentration. Ja, ist auch gut, Kindern beizubringen. Konzentrieren heißt Fokus suchen, abgelenkt werden, wieder zum Fokus zurückkehren. Okay, das ist quasi die Konzentration, das ist eine Vorstufe zur Meditation. Die Meditation kommt irgendwann als Geschenk zu dir. Es ist dieser wirklich, dieser innere Zustand der Ruhe und Zufriedenheit, wenn es vielleicht mal still ist wirklich im Kopf und alles genau so richtig ist, wie es gerade ist. Je länger du übst, desto einfacher kannst du diesen Zustand herbeirufen und desto länger kann er auch anhalten. Zweites Tool für den Körper. Wenn du in den Gedankenschlaufen hängst, ist ein zweites gutes Tool, in den Körper reinzukommen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Heute möchte ich eine mit dir teilen, die da wäre. Du setzt dich hin, die Füße am Boden, auf den Stuhl, legst die Hände auf die Oberschenkel und drehst die Handflächen nach oben, schließt die Augen, atmest vielleicht ein, zwei Mal einfach tief ein, tief aus und spürst dann in die Handflächen rein. Ja? Hintergrund ist der, wenn du wirklich in die Handflächen rein spürst, kannst du nicht denken. Wirst du feststellen, du bist wirklich im Körper, du bist in diesem Moment. Und es kann schon helfen, einfach mal ein paar Atemzüge zu nehmen, ohne in den Gedankenschlaufen zu hängen, um zur Ruhe zu finden. Okay? Dritte Möglichkeit, eine, die man auch viel im Coaching nutzt, ist Inquiry. Das ist für Leute, die es auch zum Beispiel gern mit der Sprache haben. Ja? Jeder Mensch ist anders, visuell, auditiv, taktil, also mach das, was dir einfach gut tut, oder es kann sich ja auch verändern, es kann heute so sein, morgen kann es so sein, ja, jeder Tag ist anders. Inquiry meint auf jeden Fall, du setzt dich hin vor einen Rechner, vor eine Kamera oder du nimmst ein Aufnahmegerät im Handy, setzt dir ein bestimmtes Zeitlimit vorab, zum Beispiel 5 Minuten und erzählst 5 Minuten zu dem Thema, was dich gerade beschäftigt, einfach mal alles, lässt das alles mal rauskommen. Und du wirst feststellen, 5 Minuten ist ganz schön lang. Hör nicht auf, ja, komm dir nicht komisch vor. Such dir halt einen Ort, wo du das in Ruhe machen kannst. Und schau einfach mal, was sich zeigt. Du musst es in dem Moment auch gar nicht danach nochmal anhören. Lass es einfach erstmal liegen. Wenn du magst, hörst du dir später an. Vielleicht hilft es dir auch schon, klarer zu werden, es einfach mal auszusprechen. Oft kommen Dinge an die Oberfläche, die mit dem offensichtlichen Thema auf Anhieb erstmal nichts zu tun haben. Um die es aber eigentlich geht. Ja, um die man sich dann kümmern kann. Themen, die eigentlich drunter liegen, die Beachtung haben wollen, damit du einfach weitergehen kannst, damit du andere Dinge machen kannst. Und noch ein viertes Tool, ist auch nicht für jedermann, ich habe es aber für mich festgestellt als Tool, was immer hilft, aus dem Kopf zu kommen, die eigene Frequenz zu erhöhen, ja, eine andere Schwingung einfach zu finden, sich wirklich auch gut zu fühlen, darum geht es letztendlich,
Dinge zu tun, die dich gut fühlen lassen. Wenn du Stress hast, wenn du zu viel denkst, fühlst du dich oft nicht gut. Und das ist die vierte Möglichkeit, wäre singen. Ja, und singen kann sein, mitsingen mit deinem Lieblingslied, einfach laut anmachen und singen, vielleicht sogar noch dazu tanzen, ist gut. Physiognomie verändern, den Körper verändern, dadurch verändern sich die Hormone im Körper. Oder du denkst dir einfach was aus. Ja, das mache ich ganz oft. Ich summe einfach oft vor mich hin. Manchmal sind es auch Kinderlieder, stelle ich im Nachhinein fest, die ich einfach irgendeiner Form intoniere mit La, La, Lulu. Ich finde es aber toll, es hört sich schön an, die Stimme wird geölt, es ist irgendwie ein Ausdruck von innen nach außen. Und man kann definitiv auch nicht bei, wenn man singt, Gedanken haben. Ja, es ist so, es war auch mal irgendwie so ein Tipp, ich glaube, es war es mal irgendwo im Kinderbuch oder so. Wenn man Angst hat oder wenn man alleine durch den dunklen Wald läuft, sollte man singen, weil dann hat die Angst einfach keinen Platz. Okay? Also vier Tools, die ich dir an die Hand geben möchte, such dir das raus, was für dich passt. Wenn du das Gefühl hast, du drehst dich die ganze Zeit im Kreis, du denkst immer das Gleiche und es lässt dich einfach nicht gut fühlen, nimm dir mal einen Moment der Pause. Beruhig den Geist, komm in den Körper, sing oder rede es einfach auch einfach mal raus. In diesem Sinne, viel Spaß damit, viel Erfolg und bei Fragen melde dich gerne. Einen schönen Tag. Happy Day!